So einen wunderschönen guten Morgen aus Franzbad in der Tschechische Republik oder das böhmische Bäderkreid, wo schon die Kaiserin Sissi zu Gast war, Goethe. Und heute verbringen wir mal einen wunderschönen Tag. Hier sind wir im historischen Stadtzentrum. Von da aus hat man einen wunderschönen Ausblick auf das historische Stadtzentrum. Oder Abfahrtform in Franzbad. Das ist der Eingangsbereich. Mit toller Außenanlage wie Innenbereich. Kosch für 4 Stunden. Ich glaube 12 Euro. Und jetzt muss ich leider jetzt mit dem Film aufhören, weil im Innenbereich ist verboten zu filmen. Ich kann nur die Auslade euch mal. So, 4 Stunden Abfahrt ist jetzt vorbei. Jetzt sind wir auf dem Weg zum historischen Stadtzentrum. Und dann schauen wir uns ein bisschen Franzbad noch an heute. Bei den wunderschönen 30 Grad. Unser letzter Sommertag. Ab morgen gibt es Regen.
Oh, das Essen war bombastisch. Spaghetti, Bolognese, top. Iris eher auch. So, jetzt haben wir noch eine Stunde. Schauen wir uns noch ein bisschen Franzbad an. Das wird jetzt ruhiger hier. Viele Gäste sind jetzt in ihren Kurmotels. Jetzt laufen wir noch eine Stunde schon rum. Und dann geht es Richtung Bahnhof dann. Von da aus hat man einen wunderschönen Ausblick auf das historische Stadtzentrum. So, jetzt sind wir im Kurpark in Franzbad. Mal ein leichter Verdauungsspaziergang hier. Es war sehr warm heute. Wieder mal. Angeblich soll es morgen Kälteeinbruch geben. Bei uns. Das heißt 15 Grad weniger. In der Nacht nur noch 7 Grad und über Tag 15 Grad und Regen. Bin immer mal gespannt, wenn es eingrifft diesmal. Haben wir ein wunderschönes Blumenbeet vor uns und die Baustelle, da gibt es das Heilwasser. Da kann man einen Becher kaufen für 5 Kronen, da kann man das Heilwasser schlürfen. Jetzt gehen wir nochmal eine Cola trinken. Jeder Ausflug geht mal auch so Ende wie heute. Es war ein wunderschöner Tag in Franzbad, im böhmischen Bäderdreieck. Wir haben eine tolle Zeit hier verbracht wieder mal. Und dann sah man nur Servus aus Franzbad. Das ist der berühmte Franzl aus Franzbad. So, jetzt machen wir zum Bahnhof. Nach 500 Meter, dann ist der Bahnhof. Aber ist ein kleiner Bahnhof. Der Hauptbahnhof, so ein Haltepunkt kann man sagen. Ohne Klo, Klo gibt es schon, aber abends ist er zu. Aber dafür gibt es jeden kleinen Bahnhof und einen größeren Bahnhof und Kaffeeautomat. Und der Kaffee ist super am Automat. So, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Aber immer ein bisschen früher da sein bei der Tschechischen Bahn, das ist immer gut. Und jetzt sind wir am Bahnhof. So, jetzt sind wir gleich in der Bahnhofshalle.
Kaffeeautomat. Bahnhofshalle. Verkaufsschalter. Jetzt geht mal raus auf den Gleis. So, und da kommt unser Zug. Und das ist der Franzbad Bahnhof. Diese Richtung geht es nach Schöpp und diese Richtung geht es nach Hof.